Also ich freue mich sehr, heute hier zu sein beim Materia Prima Festival in Krakau für die Einladung. Ich werde zwei kurze Stücke heute Abend zeigen, Cocon und Limen. Cocon ist ein Stück über Werden und Vergehen und Limen ist ein Stück über die Angst, eigene Grenzen zu überwinden, weiterzugehen vor dem Unbekannten. Also ich bin ein recht visueller Künstler, also die Stücke sind ohne Sprache, es ist nur über Bilder und über eine langsame Erzählweise in den Stücken und es ist nur mit Puppen, also der Fokus liegt wirklich auf dem Puppenspielerischen und ich bin sehr im Hintergrund und versuche über assoziative Bilder, also bei dem Zuschauer ja auch eigene Bilder anzuregen oder eigene Gedanken zu den Stücken, die ich erzähle. Und jeder sieht manchmal auch ganz, ganz eigene Stücke. Also es können zwei Menschen ganz verschiedene Geschichten sehen. Und ich freue mich wirklich sehr über die Einladung in Krakau. Also ich war auch noch nie in Krakau. Und es ist ein schönes Festival und ich hoffe, ich kann mir auch andere gute Stücke ansehen bei dem Festival. Ja, ich hoffe, es gefällt den Leuten, heute hierher zu kommen und meine Art Kunst kennenzulernen und meine Art Puppenspiel zu zeigen. Und ich hoffe, es gibt eine Anregung, also auch immer wieder, dass Puppenspiel auch gut für Erwachsene ist und nicht nur für Kinder zu zeigen. Thank you.